willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe, die besten Low-Carb-Regeln-Test. Heute starten wir mit einem absoluten Knaller, dem Zenit von Iron Max mit 54,5% Proteinanteil in der Geschmackrichtung Erdnuss. Gehen wir mal kurz rum. Ja, man sieht sofort, der spiegelt so leicht. Sehr schlichtes, edles Schwarz-Silber-Design. Insgesamt 85 Gramm. Dann kommen wir auch gleich mal zum Inneren, zu den Inhaltsstoffen. Der Riegel hat 331 Kilokalorien und davon sind dann 46 Gramm Proteinanteil. Das Wichtige natürlich bei dem Low-Carb-Riegel, die Kohlenhydrate sind ja nicht wirklich hoch, ja, nur 18,3% und davon wirklich sehr wenig Zucker, 2,2%. Und sogar der Fettgehalt ist relativ gering, mit unter 10 Gramm, sieht man auch selten, pro 100 Gramm natürlich. Und ja, ungefähr die Hälfte davon gesättigte Fettsäuren, das ist im üblichen Bereich. Kurz die Inhaltsstoffe uns nochmal näher angeschaut. Ja, natürlich an erster Stelle ist die Eiweißmischung. Und ja, das kennen wir eigentlich auch von vielen bekannten anderen Eiweißriegeln. Das ist typisch diese Dreierkombination von Molkeneiweißkonzentrat, Kalogenhydrolysat und Sojaeiweißisolat. Also ein klassischer Mehrkomponentenriegel. Gut, dann werde ich den jetzt mal auspacken und euch präsentieren. Von innen sieht er dann so aus. Erinnert mich ein bisschen an den Best Body Nutrition Eiweißriegel, den ich jetzt kürzlich getestet habe. Gut, dann werde ich jetzt nicht mal den Geschmack widmen in der Geschmacksrichtung Erdnuss. Ich musste erstmal Stopp machen. Der ist unglaublich hart. Also ist ein klassischer Blomzieher. Ja, und also ich musste gerade bestimmt eine Minute auf den rumkauen. Habe ich ehrlich gesagt so noch bei keinem Eiweißriegel bisher erlebt. Ansonsten schmeckt er halt natürlich nach Erdnuss. Ja, aber ist Geschmackssache, sage ich mal. Wer drauf steht, auf was Hartes rumzukauen, ja, der sollte sich diesen Riegel holen. Ansonsten bin ich da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da hat der von Best Body Nutrition, den ich kürzlich getestet habe, wirklich, war deutlich weicher. Also war sehr weich und deutlich angenehmer. Ja. Weitere Videos gibt es natürlich in Kürze und ich würde mich freuen, wenn du mich abonnierst. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick.